Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Gestern habe ich erwähnt, ich bin noch mal unterwegs. Ich bin gerade unterwegs, fahre jetzt wieder nach Hause. Und ihr wisst, ich habe gestern am Tacho gearbeitet, unten an der Schnecke. Und ich muss sagen, der Tacho ging trotz allem nicht. Obwohl ich bin losgefahren und der Tacho stand auf 0. Und dann auf einmal auf 15 km/h. Jetzt steht er auf über 30, aber ich fahre gar keine 30. Das heißt, da ist immer noch ein Problem. Und ich gebe jetzt mal Gas. Er bleibt einfach stehen. Es könnte vielleicht mal passieren, dass er noch mal steigt, aber nein. Im Grunde hätte er jetzt schon hochgehen müssen. Und das macht er gerade nicht. Das Einzige, was stimmt, ist der Tank. Der ist voll. Ja, wir fahren jetzt einfach mal ein Stück und schauen mal. Ich glaube, ich sag's mal lieber so. Ich muss noch mal in die Garage und wir müssen noch mal weiter gucken. Vielleicht stimmt hier oben an Tacho was nicht, ne? Da, wo er angeschlossen wird. Das wird sich dann zeigen. Na, jetzt fängt es ein bisschen an zu tröppeln, aber ja, so weit ist es ja auch nicht mehr. Wie gesagt, das war jetzt eigentlich auch eine Testfahrt, ob der Tacho funktioniert. Nein, wir müssen noch mal dran, vielmehr ich muss dran, aber
ich weiß auch nicht genau, warum er da oben stehen bleibt. Das wird sich dann zeigen, weil ich muss hier oben alles zerlegen. Es geht nun mal nicht anders. Dann mache ich das nochmal und schaue oben auf jeden Fall nach. Vielleicht gibt es vielleicht ja ein kleines Problem da oben. Wenn ich das hier oben zerlege, also das heißt abbaue, ne, das Cockpit, eventuell würde ich dann mal gucken, ob ich das hier noch mal ein bisschen hübscher hinbekomme. Das heißt, eventuell auch Lack. Ich möchte mir hier das Weiße auch noch mal angucken. Eventuell Lack. Also das würde ich schon, wenn ich das jetzt noch mal auseinandernehme, schon gerne noch mal nachgucken und eventuell sogar, wie ich schon sagte, lackieren. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Das Wetter sagt heute lieber etwas Regen an. Uiuiui, der hat aber einen Zug hinter gehabt. Oh, ich glaube, mein Tacho zeigt gerade mal ein bisschen was an. Ich gehe mal von Gas. Ah, okay, er bleibt da oben stehen. Also er hat sich noch mal bewegt. Naja, was soll's. Ich gehe da jetzt noch mal ran. Und wenn ihr natürlich mögt, dürft ihr gerne dabei sein. Und wir schauen noch mal, was da so geht. Oh, jetzt zeigt er gerade wieder an. Also hängt das wahrscheinlich wirklich hier oben dran. Oder es liegt hier dran. Mal gucken. Ja, da muss ich unbedingt einen Blick drauf werfen. Ein Tacho muss funktionieren. Ein Roller ohne Tacho ist kein, ja, du hast keine Möglichkeit, du weißt nicht, was du fährst. Und ich möchte ja schon wissen, was fahre ich und was fahre ich nicht. Deshalb, ich verlasse mich nicht nur, wenn ich angenommen ein Drehzahlmesser hätte, auf ein Drehzahlmesser oder so. Also so einen Schwachsinn würde ich niemals machen. Bei mir muss schon ein Tacho da sein,
wo ich sehen kann und nichts irgendwie schätzen muss. Nein. Ne? Selbst wenn ich hier ein Fahrradtacho dran hätte, würde ich mehr gerade sehen, als jetzt hier passiert. Ich gehe nochmal von Gas. Und der Tacho hält bei der Maximalgeschwindigkeit irgendwie. Naja. Gleich ist es geschafft, gleich bin ich zu Hause. Also der Tacho zeigt aber auch nicht genau an. Ne? Irgendwas stimmt da mit Sicherheit nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat die kleine Ausfahrt heute gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der Garage, ohne Regen. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.